Alter, der Planet sieht auch schon wieder so tot aus. Warum ist der zweite Planet immer tot? Das ist doch gemein. Der ist ja auch schon wieder so richtig tot, der Planet. Aber so richtig tot. Hilfe, was machst du da? Hey, lass das. Hilfe, was machst du? Du verwirrst mich. Orientierungsverlust. Warum fliegst du denn wieder hoch? Ach Gott, ey. Okay. Ja, danke fürs Mobben. Finde ich sehr nett von dir, dass du mobbst. Ich hatte die Orientierung bekommen. Ich habe keine Orientierung. Planetare Störung. Okay, wir müssen jetzt erstmal da hinten hinfliegen. Wir fliegen jetzt erstmal tiefer. Da werde ich ja verrückt bei. Brutzeln wir uns hier erstmal durch. Durch die wunderbar gesunde Aufnahme hier. So, jetzt sind wir auf dem Planeten. Jetzt kann nichts mehr. So, und in 4 Minuten haben wir das Signal erreicht. Wir scannen schon mal die Oberfläche und sehen da Ankunft in auch irgendwann. Dann landen wir da mal als erstes. Auch wenn das nicht danach aussah, als ob es da viel zu holen gibt. Aber das sieht der Planet hier sowieso nicht. Der sieht hier sowieso nicht so aus. Drückend heiß, oh Gott. Spärlich, ergiebig, oh Gott. Gut, dann sind wir jetzt auch... Alter, vom eiskalten Planeten auf den kochend heißen Planeten ist auch geil. Da haben wir auch wieder das große losgezogen, ich merke das. So, aber wir können hier trotzdem Wegpunkt setzen. Da ist ja richtig viel in der Nähe. Toll, war richtig viel in der Nähe. Ja, danke. Hey, da ist was. Fortgeschrittene Lebensform entdeckt. Aber erstmal habe ich was viel Lustigeres entdeckt. Scannen. Sonst noch irgendwer, der hier noch gescannt werden will? Ja, du, genau. So, es stottert jetzt erstmal wieder. Es liegt aber daran, dass wir einen neuen Planeten betreten haben. Deswegen versuche ich mich jetzt erstmal ein bisschen langsam zu bewegen. Dass das Stottern nicht so sehr auffällt. Weil neuer Planet und so. Was ist denn los? Achso, du bist das, Alter. Ich scanne hier, ja. Ich habe hier noch nie mal irgendwas Böses gemacht. Und du kommst schon an und scheißt mich an, oder was? Mistvieh. Wo habe ich geparkt? Da hinten. Intelligente Lebensform entdeckt. Oh, das ist auch sehr schön. Sehr spannend. So, wie gesagt, es stottert jetzt erstmal wegen neu... Oh, ein Elefant. Also, ich würde jetzt so als Elefant benutzen. Naja, gut, es ist nicht wirklich ein Elefant. Aber da hinten ist ein Wissensstein, den nehmen wir natürlich mit. Na, mein Freund? Du warst jetzt nicht böse, ne? Nein, du bist nicht böse. Rennt einfach hin, ohne zu lesen, ob der böse ist. Das ist auch sehr schlau. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Plutonium. Erstmal wieder analysieren. Das kostet erst schön Zeit. Da hinten ist noch so ein komisches... Alter, was bist du denn? Es leben hier einfach nur eigenartige Viecher. Das sieht aus wie ein Pimmel mit Bein. Warum läuft hier ein Pimmel mit Bein rum, verdammt? Ist doch nicht normal. Der Stein sieht sehr interessant aus. Den analysieren wir. Der ist so interessant, den mussten... Ja, wie kommen wir aus der Wärme raus? Schatten, würde ich mal sagen. Korvaks Wort für Vergangenheit. Was ist das denn schon? Alter, das sind hier so komisches Zeug schon wieder. Nur komisches Zeug hängt hier rum. Das interessiert keinen. Ich glaube, hier sind viele Tiere, ne? Ja, hier sind schon einiges an Tieren. Ja, ne? Der Name. Ziemlich heiß. Ich mach's mit Doppel-S, damit es als SZ gilt. Das ist komische Pflanze hier. Stein. Alter, das sieht einfach so doof aus, ey.
Laufendes Gemächt. Ah, stimmt ja. Gemächt. So. Sollte jetzt niemanden stören? Aha. Okay, wie können wir den nennen? Wie nennen wir sowas denn? Das ist echt immer schwer, hier Namen sich auszudenken. Ich trinke erstmal was, dann können wir alle überlegen. Ich habe keine Ahnung. Schrumpfkopf. Ich weiß nicht warum. Ich bin nicht so kreativ. Schmetterling Ding. Schmetterling Ding ist ein schöner Name. Ich bin nicht so kreativ. Okay, ich will wieder zurück zu meinem Flieger. Also wir haben da hinten jetzt eine intelligente Lebensform, aber ich will erstmal zu dieser Raumstation, die da hinten ist. Titan. Da haben wir doch schon ganz viel, ne? Warum nehme ich sie mit? Das brauche ich doch gar nicht. Ich brauche Plutonium. Hey, da kommt wieder ein Wächter angeschissen, ne? Ich brauche Plutonium, sonst kann ich nämlich nicht starten. Ich glaube nämlich, wir haben nämlich gar kein Plutonium mehr. Das wäre sehr schockierend. Ah, noch ein bisschen starten können wir. Ein bisschen Tamium. Okay. Wir liegen nur noch bei 19%, die Stabschubdüsen. So, das Signal ist 6, 7, 8 Minuten entfernt. 5 nur noch. Wir kommen schnell hin. Wollen wir mal sehen, was wir da denn finden. Aktiviere Boost. Darf ich nicht. Will ich hier auch gar nicht. Da lande ich sonst wo. Ich weiß es genau. Wow. Da wär's ja verrückt bei. So. Schon sind wir wieder normal, weil wir so gut sind. Da vorne sieht es aus wie eine Abwurfkapsel und da werden wir jetzt auch erstmal landen. Weil Abwurfkapsel. Okay, ich darf nicht mehr so oft. Da hinten ist auch noch was. Okay, da laufen wir aber nachher hin. Zu dem Fragezeichen da links. Ist denn, sind denn nur noch 49 Grad? Das geht ja noch. Ist ja auch gerade Nacht. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist es gerade Nacht. Was zur Hölle war da hinten? Ich habe da doch was gesehen. Ich höre doch auch was. Da war doch was. Wir haben sogar eine Taschenlampe. Wie man sieht. Da war doch gerade was gewesen, verdammt. Ich weiß es doch genau. Oh, das hatten wir noch nicht. Ich habe doch was gesehen, oder habe ich es mir nur eingebildet? Habe ich dich gesehen? Hey. Ich es einfach verjagt habe, Alter. Ich bin da voll das Arschloch hier. Was ist denn los mit mir, ey? Geht ja gar nicht. So, vielleicht finden wir hier sogar ein bisschen Platin. Plutonium. Nichts gefunden, ja. Oder wir finden einfach nichts. Kann natürlich auch sein. Aber ich wünsche, man könnte hier überall seine Flaggen aufhängen oder sowas. Das hätte Stil. Was ist da los? Ich habe ich schon. Mein Inventarplatz. Immer wieder. Immer wieder gerne. Hey, Schrumpi. So, wie weit ist es entfernt? Boah, das ist auf jeden Fall schon mal ein Laufweg. Aber vielleicht finden wir auf dem Weg hin Plutonium. Das würde mich sehr freuen. Analyse läuft. Haben wir zwar schon mal entdeckt, aber Analyse läuft. Will mich nicht beschweren.
Das ist nicht gut, aber wir können auch mit allem leben. So, Tamium können wir alles gut mitnehmen. Ich frage gar nicht, was es da oben war. Ach, es ist schon wieder so ein kleines Ding. Ich wäre fast auf den drauf getreten. Wer bist denn du? Du siehst aus wie eine kleine Ziege. Da, Plutonium. Geil. Und noch mehr Viecher. Geil. Okay, die Fauna ist hier auf jeden Fall reichhaltig. Hier geht's auf jeden Fall los mit Viecher sammeln. Du bist über... Was bist du denn? Achso, Titan. Na, denn nicht. Na? Kenne ich euch schon? Ja. Oh, da hinten läuft aber noch was rum, das kenne ich nicht. Was bist du denn für ein Dodo? Oh Gott, Alter, die machen mich fertig. Die machen mich einfach fertig. Ich kann da nichts für, die machen mich fertig. Ja, wollte ich auch gar nicht. Ich bin schon wieder übelst verwirrt. Wir haben kein Plutonium. So. Ich bin das nicht. Aha, ich bin's doch. Hier sind sehr viele. So, wer will noch? Ich bin hier im Kampfstimmung. Entschuldigung, ich wollte euch nicht erschrecken. Ach Mensch, tut mir leid. Und ich hab die... Da ist was. Das kann man mitnehmen. Neutronenmodul, kann man verkaufen. Gibt es nicht gerade die Unendlichkeit an Geld, aber was man hat, hat man. So, wo ist der andere? Da unten ist das Forschungsding. Das kann sein, dass es das ist, ja. Oh. Das nehmen wir natürlich auch mit. Hier finden wir auf jeden Fall Titan. Bauplan, Granatensplitter. Kram. Na, Wächterdrohne? Ist nicht damit gerechnet, wa? Okay. Wir wollen aber nicht die Wächterdrohnen ärgern. Also jetzt gerade nicht. Normalerweise wollen wir die immer ärgern. Normalerweise ärgern wir die ja immer, aber jetzt müssen wir erstmal wieder gucken. So. Kolonialer Außenposten bitte. Am besten Handelsposten oder sowas. Das wäre mir am liebsten. Fabrik. Ja, nee. Da vorne ist auch kein Handelsposten. Na gut, hoffentlich da, wo wir hingehen. Was ist denn los hier, ey? Ist hier Party am Abend oder was? Versuchen wir es nochmal. Kolonialen Außenposten. Operationszentrale? Nee. Handelsposten brauchen wir. Machen wir es gleich nochmal. Dann können wir die nachher alle abfliegen. Der sucht uns die und wir fliegen es nachher ab. Easy. Fabrik? Nein, ich will keine scheiß Fabrik. Waren wir da drüben schon? Ach ja, da drüben haben wir geparkt. Ich entsinne mich. Willst du was, Alter? Ich hab Waffe. Zwing mich nicht, die Tiere hier zu töten. Ich mach das. Ich zieh's voll durch. Koloniale Außenposten. Operationszentrale. Bäh. Ging alles nur daneben. Schade. Naja, egal. Nicht so tragisch. Jetzt habe ich hier so viel auf der Karte und habe voll die Orientierung verloren. Hatten wir das schon? Ja, wir hatten das schon. Wir suchen immer noch Plutonium. Plutonium da vorne gefunden, das ist gut. Plutonium wird jetzt hier wohl auch nicht mehr knapp werden. Glaube ich mal. Ebene von Ebrukam Team oder so entdeckt. Ist gut, glaube ich. Damit das mal nicht Plutonium ist. So. Erstmal fett Pluton. Was zur Hölle ist das denn jetzt schon wieder? Was bist du denn für ein Radieschen? Die Tiere sind hier, die machen mich fertig. Die machen mich fertig. Die machen mich einfach fertig. Jetzt hüpft hier ein Radieschen rum. Ich
Ich glaube es nicht. ja, okay. Von mir aus. Warum nicht? Warum auch kein Radieschen? Ich meine, ne? So. Schildsplitter. Ja gut, Schildsplitter brauche ich eigentlich gar nicht einsammeln. Die brauche ich echt nicht. Aber hier kriegen wir wieder neue Technologie. Das ist gut. Nickel. Sowas haben wir noch gar nicht gefunden. Ach Gott, Alter. Die Tiere machen mich hier echt fertig. So ein blödes, hüpfendes Radieschen. So, ein bisschen Plutonium mitnehmen. So, jetzt müssen wir auch schon wieder genug haben für alles. Würde ich mal so ganz grob behaupten. Müsste ich rüberschicken. Ja gut, machen wir dann, wenn wir nachher... Ach ja, wir müssen das noch... Okay, es sind ganz normale Tiere. Es ist nun mal ein fremder Planet. Da muss man halt mit hüpfenden Gemüse rechnen. Das ist eindeutig nicht mein Planet, weil hüpfendes Gemüse, das glaube ich, würde mich aufs Übelste verstören. Das würde mich einfach nur seelisch... Das würde mich seelischen Grausamkeiten aussetzen. Was, in einer Stunde aktiv... Oh Gott, da muss ja doch hinfliegen. Ich dachte, es wäre schon in der Nähe. Okay, ab zum Flieger. Da ist noch was. Da ist noch was, was wir noch nicht entdeckt haben. Kommen wir da so einfach hin? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall in der Nähe. Würde ich mal behaupten. Naja, oder auch nicht. Sieht nicht gerade aus, als ob es in der Nähe ist. Okay. Ja. Was ist da? Das Gemüse interessiert keinen. Es läuft nicht, deswegen interessiert es keinen. Naja, ich baue hier nur das Tamium ab, ja. Sollte dich eigentlich nicht stören, mein Freund. So, zurück zum Schiff. Oh Gott, das ist da ganz hinten. Oh. Tier! Was? Analyse läuft? Achso, ja, gut, danke. Da ist es. Kennen wir schon. Da gibt's ja gar nicht. Dich auch? Nee, dich nicht. Du bist das männliche Exemplar bestimmt von denen. Finde ich gut. Heiße ich gut. Neue Tiere sind immer fabulös. Weil ich ja so, besonders weil ich so gut mit Namen bin. So, jetzt wird es langsam heiß hier. 52 Grad. Jetzt kochen wir. Wir kochen. Nehme ich mal mit. Hallo. Oh Mann, hier ist echt alles voller Tiere. Das ist unfassbar. Hier sind wirklich überall Tiere. Hallo? Nö, nö, nö. Nö. Außerdem machen die hier überall komische Geräusche. Ist das nur Kohlenstoff, wenn wir das abbauen? Oh, ein Wissensstein, den nehmen wir noch mit. Den Wissensstein nehmen wir natürlich noch mit. Den können wir nämlich immer gebrauchen. Besonders wenn wir jetzt schon wieder auf dem... Ach ne, wir sind ja eigentlich auf einem neuen Planeten. Aber die müssen ja eigentlich dieselbe Sprache sprechen. Weil doch gleiches Sonnensystem, oder? Ja, Korax tot. Das ist gut. So, jetzt ab zum Flieger. Irgendwas von Interesse hier? Ist sogar. Ich weiß nicht, was er analysiert, aber... Es scheint alles sehr spannend zu sein im Leben. So, ab zum Flieger und dann... Was ist denn jetzt schon wieder? Wer schreit mich denn jetzt schon wieder an? Oh, hallo, kleiner Dodo. Ich kenne dich schon, kleiner Dodo. Du bist jetzt mal mein Freund, Alter, weißt du? Da hast du. Ja, ich weiß. Du freust dich. Ja, ich freue mich auch. Ja. Wir sind jetzt Freunde. Freunde für immer. Freunde für immer. Ja, ja, das sind wir. So, sammeln wir mal was hier. Mann, mach mal hinne. Will ich nicht ausbeuten, aber jetzt sammel hier mal. Kleiner Schnuffelhans. Schnuffelhans! Schnuffelhans!
Hast du was? Geil. Ich bin so stolz auf dich. Ich war mein Leben noch nie so stolz auf dich gewesen. Was ist denn? Ja? Du verwirrst mich aufs Übelste. Danke. Ich dachte, der hat jetzt schon was gefunden oder so. Die blöde Sau hat aber nichts. Ah, gut, nicht genügend Treibstoff. So. Jetzt können wir wieder abheben.